Das sind die Gesichter vom Hockeyclub Davos. Ein Club, der fast ein Jahrhundert alt ist. Ein Club mit einer grossen Anhängerschaft. Ein Club mit Erfolg. Was für einen Weg ist man bis heute gegangen? Wie funktioniert der HCD und welche Menschen stecken dahinter? Diese Frage nehme ich mit ins Landwassertal. Hier in Davos startet meine Woche beim Hockeyclub Davos. Unter dem Dach der Weiland Arena erwartet mich schon der ehemalige Captain und jetzige Marketingleiter vom HCD, der Marc Gianola. Ja, da steht er schon bereit. Guten Morgen, Marc. Hallo. Guten Morgen. Ja, du hast da ein bisschen grössere Taschen, als ich da mitgenommen habe. Ja, sieht so aus, ja. Hast eine grosse Ausrüstung, braucht eine grosse Tasche. Okay. Und das kann ich jetzt anlegen? Ja, ich glaube, wir täuscheln jetzt die zwei Handtäschchen. Ja. Und dann kannst du loslassen. Okay, dann lege ich die Ausrüstung an. Und ist das selbsterklärend? Also weiss ich, wie man so eine Ausrüstung... Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Also es hat genug Hilfe drin, die zeigen, wie das funktioniert. Okay, ja, dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Nehmen wir los, ja. Willst du die gleich nicht? Ja, mal gerade zum Testen. Ha. Leg du mir, hey, ist die schwer? Rund 20 Kilo schleppe ich durch die Weiland Arena. Es ist nicht nur das Eisstadion, sondern auch der Arbeitsplatz von Haufen Männern. Männer, die ich zusammen mit der Kamerafrau Mariel Hunger begleiten werde. So, Serena, da wären wir. Bei der Heiligen Halle vom HCD. Genau, da geht es los jetzt für dich. Okay, Garderobe, das heisst jetzt umziehen. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon fix und fertig mit dieser riesen Tasche, mit dieser schweren Tasche. Aber das wird sich sicher noch mal anders anfühlen, wenn ich es anhabe. Ja, dabei fehlt dir noch ein Teil von deiner Ausrüstung. Das musst du dann auch noch mitnehmen. Mein Handtäschchen und der Stock, den kann ich mir noch so dran heben. Wie macht er da die Tür auf? Hä? Danke vielmals. So recht, viel Spass. Ciao, danke. Im Fitnessraum treffe ich zum ersten Mal auf die ganze Mannschaft und dort geht es gerade zur Sache. 3 Sekunden, Boys. Die Übungen mache ich neben Verteidiger Samuel Guerra. Es fühlt sich komisch an, mitten unter so vielen fremden Männern. Der eine oder andere werde ich noch näher kennenlernen, eins aber sehe ich jetzt schon. Die Männer sind trainiert. Aber da Bauch anziehen. Bauch anziehen. Voilà. Unter der Leitung vom Konditionstrainer Pierre Gutknecht werden dort Muskeln gestellt. Was ich in der Freizeit mache, machen die Männer während der Arbeitszeit. Die Übungen auf dem Boden sind erster Anfang. Mit dem Verteidiger Ramon Untersander mache ich mich an den Kraftparcours. Und das machen wir jeden Tag? Ja, nein, nicht jeden Tag. Nur zwischen dem Mond und Schwarz. Okay. Einmal haben wir auch Sprung, so dann machen wir nicht auch noch Kraft. Aha. Zweimal pro Woche geht die Mannschaft während der Meisterschaft ins Krafttraining. Im Sommer wird es dann intensiver. Während rund 3 Monate trainieren sie ausschliesslich neben dem Eis. Zusätzlich zum Krafttraining wird dann auch geboxt, aufs Bike gestiegen oder Fußball gespielt. Also so unten rein? Boah, die Stange ist ja schon mal allein schwer. Gott sei Dank ist mir keine Platte drauf da. Und jetzt? Aber go. Trainiert werden so ziemlich alle Muskeln. Speziell Gewicht wird aber auf die Beine gelegt. 60 Kilo trägt Ramon Untersander auf der Schulter. Der Torhüter Leonardo Genoni macht diese Übung sogar mit 175 Kilo. Und mit weiteren Übungen von einem Goalie geht es bei mir gerade weiter. Für das muss ich mich zuerst aber entsprechend einpacken. Dabei kriege ich Hilfe vom zweiten Goalie, Remo Giovannini. Ciao, Serena. Ja, ciao, Remo. Hallo. Hoi. Gut kommst du, weil ich bin ein bisschen am Anschlag. Es hat da wahnsinnig viel in dieser Tasche drin und ja, alles der Reihe nach. Aber was jetzt, wenn angelegt wird, das weißt du, glaube ich, besser als ich. Ja, ist nicht so schwierig. Es geht eigentlich. Also anfangen tun wir hier mit den Hosen, würde ich sagen. Dann tun wir uns vorwärts arbeiten. Okay. Das wäre, glaube ich, gerade der erste Schritt, ha? Ich würde sagen, ja, sonst kommt es nicht gut raus, ja. Okay. Sicher besser der als erstes. Und dann jetzt einfach da so rein? Genau, ja. Und das dann
Frauen-Hockeyanerinnen auch an? Ja, die haben einfach einen speziellen. Einen speziellen? Ja. Und bei mir ist es jetzt einfach ein bisschen luftiger da. Ja. So. Tipptopp, passt. Wie angegossen, oder was? Ja, desto breiter, desto besser. Du musst dich weniger bewegen. Aha, okay. Also dann kann es nicht breit genug sein, würde ich sagen. Ja, es hat Reglementierungen, wie breit es sein darf, aber man nutzt sie aus. Mhm. Also wirklich, bis es nicht mehr geht, ja. Bis das irgendwie stoppt. Jetzt darfst du nicht mehr. Ich komme mir vor wie ein Roboter. Und das ist erst der Anfang. Ich werde jetzt dann bald erfahren, dass es eine Kunst ist, sich so verpackt noch einigermaßen gelenkig zu bewegen. Das Goalie-Training ist ein individuelles Training. Da ist nicht die ganze Mannschaft auf dem Feld und somit auch nicht in der Garderobe. Also ja, ich würde sagen, gerade in beide drei Knüdeln. Gerade am einfachsten. Drei Knüdeln? Ja, so auf dieser Seite. Mhm. Und dann einfach mal so, dass da keine Wendel im Weg sind, mal drei Knüdeln. So? Ja, so ist gut. Drei Knüle tun den HCD-Goalie jeweils in 3'000 Franken pro Seite. So viel nämlich kostet ein Beischoner vom Profi. Die Ausrüstung vom Goalie ist die teuerste. Alles in allem sind es an die 15'000 Franken. Die Kosten werden vom Club übernommen. Das Anlegen von Ausrüstung nimmt viel Zeit in Anspruch. Allein der Profi Remo Giovannini hat rund 10 Minuten für sein Kleider. Und gibt es da mal auch so Wettkämpfe zwischen dir und Giannoni? Wer die Ausrüstung am schnellsten angehalten wird? Weniger, aber er ist der Schneller meistens. Er ist der Schneller? Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Kleppband als er und darum ist er ein bisschen schneller. Das Kleppband lassen wir in meinem Fall weg. Was aber sicher nicht fehlen darf, ist der Panzer und das, was über den Panzer kommt. Und ich glaube, da hätten wir doch eins. Ölla! So gerne noch mit meinem Namen drauf. Und deiner Zahl sind wir schon fast ein Partnerlook. Ja. Sieht heute gut aus. Ich will auch mal einen. Und ja. Wie ein Liebling normal anlegen. Ja, sollte, glaub, gehen. Wie ein Liebling normal einfach anlegen. Einfach anlegen. Auch das ist einfacher gesagt als gemacht. Komm ich da hinten ziehen. Vielleicht musst du vorne ziehen. Tipptopp. Passt. Perfekt. Und jetzt noch der Helm. So. Der Kinnischutz müssen wir noch da runtergehen. Ja. Das kann ich nicht mehr lachen, aber ich glaube, das Lachen wird man auf den Golf nehmen. Dann sind wir parat. Ich mal bin parat. Jetzt muss ich nur noch meinen Eispartner in die Hockeyschale werfen. Die heutige Ausrüstung der Hockeyaner schützt so ziemlich alles, was geschützt werden muss. Früher hat das ein bisschen anders ausgesehen. Früher ist ja, die Ausrüstung ist eigentlich sehr einfach gewesen. Und geschützt ist man da eigentlich sehr wenig gewesen. Darum hat es auch ziemlich viele Verletzungen gegeben. Man hat die Schoner, die man hatte. Und das Zeug war aus Filz. Filz und die exponierten Stellen hat man dann, ist noch eine Lederkappe drüber genäht worden. Der Nachteil von dem ganzen Zeug war, man war ein bisschen unbeweglicher. Und wir haben noch auf der Eisbahn gespielt, die nicht deckt war. Das heisst, wenn es geschneit hat. Und so ist natürlich die Ausrüstung bis zuletzt recht wichtig gewesen. Ein paar Kilo schwerer als am Anfang. Wir haben halt noch ohne Helm gespielt. Nicht? Und bei uns war es ja eigentlich verrückt kalt gewesen. Da hat man gerne einfach eine Kappe, eine Zipfelkappe angelegt. Oder? Das war unser Helm gewesen. Dort war es schon viel weniger professionell. Also jeder war ein für seine Ausrüstung verantwortlich. Und hat sich dann auch selber eingedeckt, hat auch die Materialien selber gekauft.
Also Körperteile sind wie heute, sind die gleichen sind geschützt, oder? Mit Knieschoner und so weiter. Aber das Material war damals auch schwerer als heute. Heute ist es wirklich Hightech-Sache. Wir hatten immer etwa das gleiche Material zum Spielen. Es hat keine grossen Änderungen gegeben. Ich weiss einfach, dass die Goalie ein bisschen Tüftler waren und die haben immer in ihrer Ausrüstung umgeschliffen und umgemacht, wie so einer, der das Töffli frisiert, um das letzte Minimum noch rauszuholen. Körper den zeigst. Der Körper ist immer der Körper mitziehen. He? Sehe den Körper immer da. Wenn ich ihn anziehe, dann ist er immer da. Meine Dynamik gehen, mit einer gewissen Kraftaufwand muss gehen. He? Stoppe, stoppe, nicht tanzen, nicht tanzen. He? Der Marcel Kull erklärt mir, wie man es machen sollte. Seit 12 Jahren ist er Goalie-Trainer. Er kümmert sich nicht nur um die Goalie vom HCD, sondern heute auch um mich. Obwohl der Goalie in einer Mannschaft spielt, ist er ein Einzelkämpfer. Er ist der einzige Spieler, der während dem ganzen Match auf dem Eisfeld steht. Auf ihm lastet im Tor besonders viel Druck. Da ist durchs Band höchste Konzentration gefragt. Nach einer halben Stunde auf dem Eis ist für mich das Training vorbei. Währenddem ich den wirklich guten Goalies zuschaue, kühle ich mich ab. Unter der Ausrüstung habe ich geschwitzt wie eine Mauer. Und so, wie ich aufhöre, fange ich am nächsten Tag wieder an. Dermal präsentiert sich der HCD im Gesamtpaket. Unter der Leitung vom Headcoach Arno Del Curto macht sich die Mannschaft fit für den heutigen Auswärtsmatch gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Ich bin nicht die Einzige, die heute das Training mitverfolgt. Es gibt noch eine andere Zuschauerin. Wie mir der Trainer erklärt, verpasst sie kein Training. Immer winken vor dem Ding. Ja, das ist einfach herrlich. So ein Spiel. In ihrem Leben ist das wichtig, oder? Ja, aber ist er ein HCD-Fan oder Arno-Fan? HCD. Jedes Training. Dann wartet zusammen mit Kuchen raus. Gibt mir einen Kuchen oder? Was ich noch alles am Fleck. Hat es noch ein paar, die so angefressen sind? Und ja, das wird schon. Aber die geht ja morgen da zu mörgeln. So. Macht einen Spaziergang da hin, läuft den Match. Dann geht die Zeitung holen, geht heim und lässt heute. Irgendein Ritual muss sie haben. Mhm. Ja, dann scheint dir das schon sehr wichtig zu sein, da. Besuch, der tägliche Besuch hier im Mittag. Etwa mit dem Sohn, etwa die alleine. Ja. Vom Eis auf die Strasse zum Christian Hartmann. Seit bald 10 Jahren fährt er die Mannschaft an das Auswärtsspiel. Ihn begleite ich heute Nachmittag und helfe bei den Vorbereitungen. Damit ich ein Gespür fürs Carfahren kriege, darf ich die Steuerrad vor dem Stadion gerade selber übernehmen. Also. Das ist die Handbremse. Das ist die Handbremse. Weiss ich noch. Und dann tun wir den ersten Gang rein, das ist gegen Führung. Die Kupplung hast du gedrückt. Und jetzt Gas geben? Nur ganz wenig. Ganz wenig? Sonst haben wir hier noch die Weiland-Arena. Jawohl. Wow. Das ist eine gute Sicht hier. Das ist eine gute Sicht? Ja. Ja, ich könnte eigentlich hier bleiben und du könntest auf Rapperswil fahren. Mensch, ich glaube, das käme dir nicht gut. Und jetzt einfach? Einfach so im Stadion nachher fahren. Ja. Also, du siehst dort den Spiegel, wo der Hausecke ist. Ja, du musst dort den Spiegel haben. Ach so, ja, stimmt. Ja, das machst du ja tipptopp. Mit den Bremsen. Gut, jetzt ist er genau am richtigen Ort. Super. Tipptopp gemacht. So.
Mit dem Job als HCD-Chauffeur sind noch andere Aufgaben verbunden, wie zum Beispiel Plastiksäcke an den Sitz befestigen. Dort sollte der Abfall der Spieler landen und das tut er meistens auch. Vielleicht liegt es auch daran, dass am Schluss immer ein paar der jüngeren Spieler beim Aufräumen mithelfen. Die Plastiksäcke kann ich überall mit einer Schlaufe festmachen. Einzig der vom Trainer Arno Del Curto muss an beiden Schlaufen hängen, damit auch sicher nichts rausgeht. So, und das ist jetzt die Nacht der Mannschaft? Jawohl, das ist die Nacht der Mannschaft. Und den laden wir jetzt hier in das Fach ein. Jawohl. Ui, das sind auch ein paar Kilo. Das sind ein paar Kilo. Schade. Damit sich die Mannschaft direkt nach dem Match verpflegen kann, kommt er zur Nacht jeweils pfannenfertig mit. Zubereitet worden ist das Essen vom club-eigenen Restaurant Timeout. Jawohl. Und das ist der Tee. Der kommt dann dort rein. Ja, wunderbar. Ich glaube, nächstes Mal kannst du das allein machen. Mensch? Ja, ja. Würde ich mich noch gut machen als HCD-Chauffeur? Ja, die hätten die ja lieber als mich. Das hast jetzt du gesagt. Mal. So, jetzt müssen wir noch alle Deckel öffnen, weil jetzt kommen dann gerade die Spieler. Und dann müssen wir die Taschen und alles einladen. Also da die Türen öffnen. Die gehen gegen Abwärts ein bisschen ziehen. Ja, das ist ein bisschen ein heimtückischer Tag. Gewusst wie? Ja, jawohl. So, darf ich Ihr Gepäck in Empfang nehmen? So, da kann man auch so mal längs rein tun. Dort. Die Tasche von Ramon Untersander wird als erste eingeladen. Wem seine Tasche zuletzt eingeladen wird, steht schon jetzt fest, wie ich gerade erfahren werde. Das hat sozusagen Tradition. 23 Taschen müssen hier reinpassen. Damit die Platz haben und alles seine Ordnung hat, machen wir das gerade selber. Das gehört nicht gerade zu den leichtesten Arbeiten, bei einem Gewicht von rund 20 Kilo pro Tasche. So, das ist die Tasche vom Rizzi. Und die vom Retter, wonach kommt dann vorne rein. Das sind ihre Stammplätze hier. Reserviert. Für die beiden Herren. Und das Stück nicht vergessen. Ja. Mit der, also? Ja, ja, einfach dort in die Ecken rein, dass du die anderen noch einbringst. Gut. So, du bist der Letzte. Jawohl. Wie sich das gehört. Dann haben wir noch, dass die Stöcke nicht kaputt gehen, wenn ich das hier so rein drücke. Das macht das nicht. Macht das nicht? Und das Küsse ist für oben. Das ist für oben. Ja. Das Wichtigste. Was? Danke. Schon recht. Vier Stunden vor dem Match ist Abfahrt. Für die Fahrt nach Rapperswil-Jona sollte das lange, inklusive Vorbereitungszeit auf den Match. In der Regel ist die Mannschaft zwei Stunden vor Spielstart im Eisstadion. Bis dorthin dürfen sich die Hockeyaner zurücklehnen. Das Moment unterwegs. Es war von Anfang an sehr ruhig. Ich meine, das käme noch ein bisschen von wegen Tobu-Wahobu. Aber es ist immer noch sehr ruhig. Die Mannschaft ist mit sich selber beschäftigt. Also jeden Einzelnen. Ist das normal? Ist das immer so? Oder nur gerade heute?
Nein, das ist eigentlich schon normal nach dem Einsteigen. Es ist vielleicht ein Moment noch ein bisschen Musik hören oder noch ein bisschen Diskussion und nachher schlafen sie eigentlich mehr oder weniger so. Eben von da weg, wo es dann ruhiger auch mit den Kurven wird, wird es dann auch so ruhiger. Und wie ist das jetzt für dich persönlich, wenn du weißt, du hast eine von der stärksten Schweizer Mannschaften da hinten im Kern? Ja, das ist für mich schon auch ein Vergnügen, aber auch eine normale Arbeitsfahrt, wie sonst auch. Ich mache das gerne, ich mache es jetzt auch schon 9 Jahre lang. Und ja, mit der Zeit, man kennt die Leute und es ist schon etwas Besonderes. Und freust du dich auf das Match? Ja, sicher. Rapperswil kurz vor dem Match. Noch ist es ruhig auf der Spielerbank. Das wird sich aber in wenigen Augenblicken ändern. Wir haben noch Bremsschwallen, wenn wir mit uns sind. Hey, James! Ist das Abwägung? Es geht recht hektisch zu und her. Praktisch alle halbe Minute gibt es einen Wechsel. Es ist ein Kommen und ein Gehen, begleitet von Anweisungen von Arno Del Curto, aber auch Kompliment unter den Spielern. Anweisungen werden nicht nur verbal, sondern auch schriftlich durchgegeben. Die Strategie des Headcoach scheint an diesem Abend bestens zu funktionieren. Arno Del Curto ist schon seit 14 Jahren beim HCD. Wenn er nicht Trainer geworden wäre, dann Hardrock-Musiker, wie er mir erzählt. Trainer sei aber seine Berufung. Das Verhältnis zu den Spielern bezeichnet er als eng. Auch ich hatte während meinem Besuch den Eindruck gehabt. Es ist ein Verhältnis, das auch ehemalige Spieler schätzen und kennen. Er braucht Nähe zu der Mannschaft. Er muss fühlen, was in dieser Mannschaft los ist und kann darauf auch sehr gut reagieren nachher. Also das ist sicher sehr eng, das Ganze. Ja gut, eben, ich hatte etwa 10 oder noch mehr Trainer gehabt. Das, was heute ist, das ist so eine Seltenheit da mit dem Arno. Das ist fast ein Phänomen. Zu meiner Zeit konnte ich mir nicht vorstellen, dass man mit dem gleichen Trainer mehr als 3 Jahre zusammenarbeiten kann. Nach 2-3 Jahren hat man von einem die Nase gestrichen, voll. Und der ist nicht mehr gegangen. Oder? Dann ist der Draht zur Mannschaft ist weg gewesen. Und er ist jetzt wirklich einer, der über all die Jahre hinter dieser Mannschaft steht, den Draht zur Mannschaft hat und die Mannschaft zu ihm steht. Und das habe ich nie erlebt. Also das wäre etwas, was ich auch gerne mal erlebt hätte. Ja. Man hat es früher gesagt, wenn ein Trainer zu lang bei einer Mannschaft ist, gibt es Abnützungen zwischen Spieler und Trainer. Ich glaube aber, dass der Arno das gut überbrückt mit seiner Art, kann er die Mannschaft zusammenhalten und ist alle Jahre noch gefragt als Trainer. In der Garderobe wird fachgesimpelt und das Material aufgefrischt. Frisch schmücken tut es in der Garderobe übrigens nicht. Bei diesem intensiven Körpereinsatz hängt eine dicke Schweißwolke in der Luft. Eine dicke Lippe kommt dann noch nach dem Match dazu. Mitten in der Garderobe wird der Verteidiger Tim Ramholt verarztet, was der Trainer Arno Del Curto kommentiert. Los, mach du weiter, am sonst. Schon? Ja, wie ein Ding. Besser nicht, da jetzt wieder zeigen, was wir passieren. Meinst du? Ja, tut's denn weh? Ja, jetzt kannst du schlecht schwätzen, ha? Wie lange bleiben denn die? Dass hier gerade ein ärztlicher Eingriff stattfindet, ist für mich außergewöhnlich. Nicht aber für die Spieler. Der Reto von Arx kommt nur kurz schauen und läuft dann wieder weg. So Verletzungen gehören zum Hockey. Filmen dürfen wir die Behandlung nicht, weil der Arzt das so will. Etwas fürs Auge ist die verletzte Lippe vom Team Ramholt sowieso nicht. Kann er denn normal essen mit dem? Ja. Schon? Also ist das nicht das erste Mal? Nein, das ist überhaupt nicht das erste Mal. Ich kann da schon 15 Stück essen. Boah! Da, was es so überhaupt nicht ist. 15!
Ganz fürsorglich kriegt der Tim Ramholt dennoch Streicheleinheiten vom Teamkollegen Robin Grossmann. Etwas anderes für den Körper gibt es in Form von Essen. Auch gerade in der Garderobe ist die Kochkiste aufgestellt, die wir von Davos mitgenommen haben. Die einen essen gerade nach dem Match, die anderen ein bisschen später, wie hier der Janik Steinmann. Und jetzt, wie fühlst du dich so nach einem Match? Jetzt gut, wir haben uns frei. Was machst du morgen? Skifahren. Skifahren? Mhm. Morgen also wechselt der Stürmer seine Schlittschuhe gegen Skischuhe. Auf die Piste geht er noch etwa mit seinen Spielerkollegen Dino Wieser und Robin Grossmann. Auch neben dem Eis trifft man sich, was sicher positiv ist für den Teamgeist. Ein sehr wichtiger Punkt in einem Mannschaftssport, der aber nicht immer gleich stark sein kann. Von Jahr zu Jahr, je nachdem, was für Spieler in Davos gespielt haben, war es unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen haben wir auch einen guten Teamgeist gehabt. Es hat auch die Grüppel gegeben, aber es hat recht gut funktioniert. Das Wichtige ist, dass die ganze Mannschaft eine kompakte Mannschaft ist und zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Und da gibt es immer eben solche, die ein bisschen für sich sind oder mal einen Tag haben, wo sie für sich bleiben wollen. Und die Kollegen, die sich schon lange kennen, die jassen halt zusammen. Oder? Die Jassrunde ist ja dann schon vorgegeben. Say you. Say you. Vorne wird gejasst, hinten pokert. Das Kartenspielen scheint eine kleine Leidenschaft von mehreren Spielern zu sein. Die grosse Leidenschaft aber leben die Männer auf dem Eisfeld aus. Eine Leidenschaft, die nicht nur die Mannschaft, sondern die Masse bewegt, wie ich beim nächsten Heimspiel erfahren werde. Mailand Arena, kurz vor Spielstart, 6'000 Zuschauer. Dass die nicht unbedingt wegen mir da sind, beruhigt mich ein bisschen. Die Masse angezogen hat das heutige Spiel vom EV Zug gegen den Hockeyclub Davos. So, Serain, jetzt sind wir da so weit, gehen wir miteinander auf die Eis. Und ich wünsche dir toi, toi, toi. Mach's gut. Das kommt sicher gut mit dir, nicht? Oh, ich hoffe es gut. Wir haben hier einen Gast auf dem Eis, die Seraina Benzin von Tele Südostschweiz. Und sie wird mit euch heute Abend Mannschaftsumstellung machen. Und ich hoffe, dass ihr sie unterstützt. So wie wir es gewöhnt sind, wird sie auch mit euch heute Abend Stimmung machen beim Einlaufen von der Mannschaft von HC Davos. Ist das gut für euch? Gut. Okay. Kannst du anfangen, kannst du sagen. Wir begrüßen den HC Davos, Leonardo. Der kommt jetzt gerade. Wir begrüßen den HC Davos und starten mit dem Goalie. Leonardo. Robin. Reto. Jose. Vettel. Dino. Eigentlich ist das der Job von Felix Murg, dem Speaker. Heute aber hat er mir das Mikrofon übergeben, was er an diesem Abend noch mal machen wird. Doch zu dem später. Vor dem Spiel nämlich gibt es einen Haufen zu tun. Sali Stefan, hallo. Hoi, Saraina. Ich komme wegen zwei Sachen. Und zwar erstens müsste ich meine Schlittschuhe schleifen und zweitens die vom Chef von Arno. Gut. Dann fangen wir an, he? Schauen wir. Wir haben verschiedene Schärfen. Was hast du für einen Radius? Ich habe keine Ahnung, was für einen Radius ich habe. Ich habe aber, ich würde sagen, einfach für einen Anfänger, oder? Für einen Anfänger. Also ja, relativ scharf, dass man nicht allzu viel auf. Gut, überflügt. So gut. Der Stefan Steiner weiß ganz genau, was ein Schlittschuh braucht. Im Schnitt schleift er 10 Paar Schuhe pro Tag.
Als Materialwart vom HCD schaut er nicht nur zu der Kufe, sondern zur ganzen Ausrüstung von Kopf bis Fuß. Probieren gleichmäßig zu fahren, dass wir ein schönes Schliffbild bekommen. Nicht nur ein schönes, vor allem ein haargenaues Schleifbild. Mit einem speziellen Gerät wird nämlich kontrolliert, ob der Schliff einem Maß entspricht. Das, ja. Feste. Und das ist jetzt schon Millimeter genau, würde ich sagen. Ja. Das ist perfekt. Ja. Wann kriegen das auch so her? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Und mit deiner Hilfe schaffe ich das schon. Bei meinen Schlittschuhen wäre es nicht so schlimm, wenn ich einen Fehler mache. Bei den Schuhen der Hockeyaner aber muss der Schliff perfekt sein. Wer welche Schärfe braucht, weiss der Stefan Steiner auswendig. So, was meinst du? Kann man das so geben? Ich glaube, mehr Hickring gemacht als geschliffen. Hast du das gesehen? Siehst du das? Ein paar da ist es so drüber. Du musst fein, dass du nicht schnittst. Da hier. Die ist Wellen. Nicht eben? Ist nicht eben? Ja. An was liegt das? Wir sind schön gleichmäßig gefahren. Ja, das ist eine Kunst in dem Fall. Ja, bei dir sieht es schon ein bisschen gerädert aus. Ja. Ja, was heisst das nochmal machen? Ja. Beim zweiten Mal ist der Stefan Steiner zufrieden mit meiner Arbeit und ich bin bereit für den Chefschuh. So, da wäre der Schuh von Arno. Also, gerade der neueste ist er nicht, aber. Ja, er ist ja auch nicht seit gestern dabei. Jawohl. Gut, dann nach deinem Angriff. He? Da kannst du loslassen. Ja. Da, du weißt jetzt wie. Ja, wissen schon, aber können ist jetzt gefragt. Die Schuhe von Arno Del Curto sind schon 12 Jahre alt. Für ihn sind der Schuh einfach bequem, was mehr wert ist als ein neuer Schuh. Mit dieser Antiquität in der Hand ist mir gerade nicht mehr so wohl beim Schleifen. Und jetzt? Genau das Gleiche wie vorher. Jetzt gibst du einfach noch ein bisschen mehr Mühe. Ein bisschen mehr Mühe? Ja, ich mag dann keine Rüffel kriegen vom Arno. Nochmal drüber. Der Schlittschuh habe ich zu seiner vollsten Zufriedenheit geschliffen, wie er mir später noch gesagt hat. Der Schliff hebt jetzt bis Ende Saison. Im Gegensatz zum Schlittschuhschleifen war das Training mit der Mannschaft ein bisschen strenger gewesen. Auch heute, ein paar Tage später, spürt mein Körper noch die Fitnessstunde mit dem HCD. Darum gehe ich eine Tür weiter zum Klaus Schrinz. Ich bin ein bisschen verspannt vom Training. Und jetzt habe ich gedacht, ja, wenn wir hier eh Masseur im Haus haben, komme ich schnell zu dir und schauen, ob wir etwas machen können. Kein Problem. Du hast dich dann bereit machen, da ist ein paar Türchen. Hast dich da hinlegen und dann komme ich dann wieder rein. Ist gut? Okay. Okay, gut. Ist gut so? Tipptopp. Magst du morgen wieder springen? Ich glaube schon, ja. Nach dieser Massage lüge ich wahrscheinlich. Und bei den Männern im Jahr muss schon noch ein bisschen mehr drücken, oder? Ja, aber das ist einfach. Man kann nicht so pauschal sagen, wenn einer da an gewissen Stellen mehr verspannt, dann gehst du mehr auf diese Sachen ein, oder? Und wo sind die Hockeyaner am meisten verhärtet, kann man das ja so sagen? Ja, schon eher der untere Rückenbereich, also die Stelle, oder? Da. Ah. Viel Kraftsportler haben ein hohes Kreuz. Also ändert die Tendenz zum hohlen Kreuz. Und da sind die Muskeln dann. Ah, das tut weh. Meistens verspannt, oder? Okay. Und dann gehst du von der Seite rein. Dann kannst stopp! Und dann kannst du dann schon ein bisschen fest. Oder? Nein, das ist fest. Ich bin noch keine Hockeyanerin. Du hast ja wissen wollen, weißt du? Das sind so Sachen. Da kann man der Klaus Schrimpf sorgt sich schon seit 15 Jahren ums körperliche Wohlbefinden vom HCD. Wenn er nicht gerade am Massieren ist, dann schaut er anderweitig zu den Spielern. Zum Beispiel, wenn kleinere Verletzungen wie Zerrungen oder Stauchungen behandelt werden müssen. In die Massage kommen die Spieler unterschiedlich oft. Die einen kommen nie, die anderen mehrmals pro Woche. Ja, also ich würde sagen, ich könnte jeden Tag zu dir kommen. Aber da ich am Arbeiten bin, da, würde ich sagen, wenn wir es jetzt nicht ausreizen.
dann, wie gesagt, müssen wir da mal abbrechen, nicht? Ja. Soll ich mir einen holen? Was meinst du, soll dir einen holen? Muss zum probieren, wie das so ist. Zum Sportler massieren? Ja. Ja, wenn gerade einer herhebt, warum nicht, ja? Ja, sicher. Dann schauen wir, ob einer finden. Ja. Und dann können wir das probieren. Ist gut, und ich tue schon mal meine Hände einwärmen. Gut, okay. Tipptopp. Danke dir viel, viel mal. Ja, schauen wir, da habe ich einen gefunden. Haben wir einen gefunden? Der Willig? Genau. Sehr gut. Ja, was machen wir denn mit dir? Bein. Die Beine? Bist du ein bisschen verspannt? Ja, ein bisschen, ja. Schon. Immer einmal die Woche ist das notwendig geworden, dass wir Beine massieren. Ja, dann würde ich sagen, liegst du mal her, nicht? Ja, machen wir doch. Bist du da, geht das schlecht? Ja. Top. So, dann zeige ich dir mal, wie du es machen musst, gell? Dass du nicht irgendwie so lange nicht mehr laufen kann. Dann. Ja. Dann nehmen wir da ein bisschen Creme. Mhm. Da ist ein bisschen Creme drauf. Dann kannst du einfach da von unten nach oben kannst du ein bisschen so den Muskelstreng nach oben gehen. Da ist dann ein Männchen noch. Da kannst du dann schauen, wie die Muskeln sind. Jawohl. Also die werde ich wohl spüren, oder? Ja, ich weiß nicht. Das sind die gestellten Muskeln von Herrn Grossmann. Die fühlt man gerade sofort raus. Du kannst das rauf, dann kannst du das so in die Hand nehmen. Dann wird es da rauf kneten. Okay. So, probierst du mal. Ja. Creme haben wir schon drauf, das sollte eigentlich lange. Also nicht zu fest am Anfang. So ist das richtig. Ja, ich muss schauen, dass ich da nicht ausrutschen zu fest. Ja, das könnte fatal enden. Jetzt ein Familienschaden. Familienschaden? Ja, wenn du da ausrutschst, dann ist es nicht mehr gut für die Familie. Das ist wahr, ja. Aber so einen harten Griff habe ich natürlich nicht. Ist das richtig so? Mache ich das richtig? Ja, sieht nicht schlecht aus. Aber du musst dir auch fragen, ob es gut ist. Ah ja, die fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, ja. Lieber ein bisschen fester. Ja, ein bisschen fester kannst du, das ist kein Problem. Schon. Tragen wir, ja. Der Verteidiger Robin Grossmann kommt einmal pro Woche in die Massage. Für ihn ist es eine Entspannung. Für mich schon fast ein Krampf. Meine Tümer merken es schon nach wenigen Minuten. Da muss man recht dahinter bei so einem Sportlerkörper. Und sonst gibst du deinem Körper auch Sorge? Indem du irgendwas wie, weiß nicht, einmal zur Pediküre gehst? Nein. Nicht? Definitiv nicht, nein. Oder Brusthaar entfernen? Auch nicht, nein. Gar nicht. Nein. Das ist einfach da, um im Betrieb sein für sein Feld, genau, den Körper. Ja. Na klar, zum Kaffee gehe ich auch ab und zu und rasieren. Ja, man meint nicht so optimal, aber tue ich auch ab und zu. Zahnputzen tue ich auch, aber sonst so. Das, was es gerade braucht. Genau. Sind ja kein Fußballer. Fußballer sind eitler als die Hockeyaner, meint Robin Grossmann. Gut ausgesehen wird die Mannschaft aber trotzdem heute Abend beim Match gegen den EVZ. Zumindest aus sportlicher Sicht. Ich verlasse die beiden Herren und mache mich auf den Weg zum Fanshop. Schon Stunden vor dem Heimspiel trudeln dort Fans ein und auch wir werden erwartet, und zwar von Corinna Hoffmann. Ja, ciao Corinna. Hallo. Ja, ciao Seraina. Ist das schön, dass du kommst? Wir sind so im Ghetto. Ja, es sieht noch aus, ja, ich würde auch sagen. Aufräumen müssen wir. Aber als erstes, wenn du uns kommst, helfen, gebe ich dir doch gerade so einen Pulli, dass du ins Team passt. Ja. Ist der recht für Grösse? Ich würde es schon sagen, ja. Kann ich das schon anlegen und dann legen wir los. Legen wir los als erstes. Was soll ich gerade machen? Ja, ich denke, wir füllen da gerade mal die leeren Gestelle auf. Okay, ist gut. Hm? Im Fanshop gibt es, wie der Name schon sagt, alles, was ein Fanherz begehrt. Die Pullis, wo ich gerade am Büscheln bin, gehen gut weg. Am besten aber laufen HCD-Schäl, Kleber und Wimpel. Begehrt sind auch HCD-Trikot mit den Spielernamen drauf. Mit Abstand am meisten verkauft wird das Trikot vom Stürmer Reto von Arx. Du Corinna? Ja. Von diesen Pullis hat es nur noch XS und dann erst wieder M. Oh, der Hunger zeigt dir gerade, wir gehen hinterher auffüllen. Mhm.
Da oben sind die Kapuzenpulli, hol dir sie gerade ab. Ja. Ja, da haben wir recht viel drin. Also Plüschtierli gesehen, Nastüchli, alles Mögliche. Da haben wir alles, ja. Das ist einfach das kleine Lager. Ups, wir haben noch ein grösseres. Was ist denn dort drin? Ja, alles, was hier nicht Platz hat, haben wir dort oben. Also wir bestellen gerade eine rechte Menge und das ist dann in einem anderen Lager. Mhm. Das gehen wir einmal holen. Und von denen, die jetzt so Fanartikel kaufen, von wo kommen die? Das sind schon die meisten die Unterländer. Nicht unbedingt Bündner? Hat schon auch, aber nicht so viel wie jetzt die Unterländer. Mhm. Ja, schon eine grosse Fangemeinschaft vom Unterland. Ja, dann würde ich sagen, Toni, dass mal für die Unterländer oder wer auch immer wieder einordnen. Genau, gern, ja, super. Und dann? Und nachher gehen wir mal noch bedienen. Machen wir mal noch Kassen und geben Vollgas. Das ist gut. Der Verkauf der Fanartikel ist eine gute Einnahmequelle für den HCD, der letztes Jahr 16 Millionen Franken ausgegeben hat. 900'000 Franken sind mit dem Merchandising in die Clubkasse geflossen. Jetzt darfst du gerade einscannen mit dem Scanner, den Strichcode. Mhm. Genau, dann da auf Enter und dann auf Zahlen. Aha. 150 Franken kostet das. Da hast du dir aber etwas gegönnt, he? Ja. Jetzt auf Abschluss. Nein, 200. 200 ja, hast du mir genau. gegeben? Genau, und dann Enter, Abschluss. Enter, Abschluss. So. Haben wir noch Taschen? Ja, gern. Irgendwas wie hat man viel zu wenig Hände. Ja, sag nicht. Und um die direkt noch, bist du ein Unterländer? Ja. Sie haben mir eben gerade gesagt, ja, meistens sind die Unterländer, die hier im Fanshop kommen, ja, einkaufen. Ja. Wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Match. Merci vielmals. Gleichfalls, danke. Ciao. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Denn sind die Löffel von der Tassel, gibt es die einzeln? Nein, die sind nur im Set erhältlich. Ja. Die Tassel habe ich, aber der Löffel ja. nicht. Nein, das ist nur im Set erhältlich. Tut mir leid. Ja, das ist so schade. Das Spiel rückt immer näher, immer mehr Menschen füllen die Weiland Arena. Auch in den höheren Etagen des Eisstadions. Ja, da geht die Tür aber schnell. Ja, hoi, Serena. Das ist jetzt super, Hallo. Dass du zu uns kommst, im Kristallclub. Willkommen. Ja. Danke. Und kommst du jetzt gerade vom Fanshop? Ich war jetzt im Fanshop und dachte, ich komme jetzt mal schauen, was ihr da oben macht. Super, jetzt kommst du zu uns ein Gläschen trinken. Das tut gut. Sensationell. Los. Darf ich gerade hierher rücken? Wir sitzen hier. Ja, ihr habt es recht schön da oben, würde ich meinen. Wir haben super. Wunderschöne Lounge. Und für unsere 50 Mitglieder gerade geeignet in der Grösse. Wir werden immer schön bewirtet dort und können gerade raus und gerade den Match schauen. Und dann trinkt man da ein Gläschen Wein und ja, da trinkt man ein Gläschen Wein, absolut. Ja, mhm. Das gehört fast dazu. Das ist fast obligatorisch. Schau jetzt. Da kommt schon ein Gläschen Wein. Super. Ja, sensationell. Ja, ich würde sagen, was stoßen wir an? Serena, alles Gute. Danke für die Einladung, gell? Wenn man das jetzt vergleicht mit der regulärer Platz in der Arena selber, dann ist das schon etwas sehr exklusiv. Exklusiv ist natürlich auch der Mitgliederbeitrag, 25'000 Franken ja. sind das pro Jahr. Ja. Du bist Vorstandsmitglied, zahlst das auch. Ja. Warum? Warum zahlt man da recht Riemen mehr Geld für einen Club? Also ich muss sagen, der Kristallclub ist ja etwas so Sensationelles, was es in der ganzen Schweiz nie gibt. Normalerweise sind das sogenannte Business-Club. Da zahlt einen etwas und er hofft nachher ein Business daraus zu machen. Und das sind alles Fans. Die machen das für den Club. Und da oben werden keine Geschäfte abgewickelt, sondern da oben hat es richtige Fangespräche. Und da ist nur der HCD Nummer 1. Und wie muss man sich so ein Fangespräch vorstellen? Ja, da wird natürlich über den Schiedsrichter geflucht, da wird natürlich über die Mannschaft hergezogen. Da schauen wir runter und schauen, wie Arnold Elgurten dort unten mit den Händen gestikuliert und so weiter. Und daraus gibt es dann das ein oder andere Gespräch. Manchmal wird man auch verrückt auf irgendetwas. Ja. Oder dann jubeln wir wieder und kumpeln in die Luft. Im Prinzip fast gleich wie in der Ostkurve. Einfach ein bisschen exklusiver.
90% der Mitglieder sind Zürcher. Sie unterstützen den Hockeyclub Davos mit über 1 Million Franken pro Jahr. Eine wichtige finanzielle Säule für einen Club wie der HCD. Wir haben nicht das Einzugsgebiet wie ein Club wie Bern beispielsweise. Also relativ wenig Zuschauer an den Heimspielen. Und das spielt eben zur Finanzierung letztlich von einem Spitzenverein, spielt auch der HCD, der Kristallclub, eine ganz wichtige Rolle. Also der HCD ist froh darum, dass es den Kristallclub gibt? Das nehme ich an, ja, ja. Das hört man immer wieder. Die Dankeshymnen, also die Dankeshymnen vom Vorstand, die kommen auch. Das ist schon so, das anerkennt man. Anerkennung gibt es auch in Form von dieser Lounge und einer exklusiven Sicht aufs Eisfeld. Natürlich sensationell hier. Ne? Wunderschöne Übersicht. Da kannst du nichts sagen. Und da unten sind dann die Plätze. Das stehen alle dann unseren Clubmitgliedern zur Verfügung. Ja. Meinen Platz aber habe ich nicht hier oben, sondern unten, gerade neben dem Eisfeld. In der Speaker-Kabine verfolge ich das erste Drittel mit. Da bin ich ganz nah am Spiel. Ich schaue am Felix Murg über die Schulter. Er ist einer von der 2 HCD-Speaker und praktisch an jedem Match. Das erste Goal für den HC Davos. Torschütz, Spieler Nummer 17, Peter. Seit 40 Jahren schon gibt es der Felix Murg Infos zum Spielverlauf durch. Es gibt keinen Spieler, den er nicht kennt. Auch wenn es immer wieder zu Wechsel kommt, hat er einen Bezug zu den Spielern, vor allem zu denen, die länger dabei sind, wie der Reto von Arx oder Sandro Rizzi. Mit dem Mikrofon in der Hand warten wir auf das nächste Spielereignis. Und als ob wir es bestellt hätten, schiesst der HCD nach wenigen Minuten das nächste Goal. Jetzt schiesst mein Puls schon ein bisschen in die Höhe. So ein Resultat habe ich noch nie durchgegeben und darum muss mir das der Profi das erste Mal vorsagen. 2 Minuten 38. Das zweite Goal für den HC Davos. Spieler Nummer 29. Beat. Auf Pass. Vom Postfinanzscorer Jaroslav und 83 Reto. Neuer Spielstand. Davos. Zu. Dankeschön. So gut. Es war noch ein bisschen lahm, aber ich würde sagen, nächste Goal wäre es vielleicht ein bisschen ringer. Ich hoffe, dass es noch mal eins schiessen. Tatsache! Unglaublich! Es ist schon das dritte Goal nach nicht einmal 4 Minuten. Der HCD ist heute gut in Form. Das heizt das Eisstadion mächtig auf, vor allem in der Ostkurve. Der Puls der Fans werde ich gerade nach der Verkündigung vom Goal fühlen. Nummer 91, Robin. Neuer Spielstand. Davos. Zug. Danke. Tipptopp. Die Ostkurve macht Stimmung. Ich stehe neben Fahnenschwinger mit dem Spitznamen Dreschi und der übergibt mir kurzerhand sein Werkzeug. Das ganze Spiel, Dora!
Ja, abgesehen von ein paar Pausen mache er das während dem ganzen Match. Eine starke Leistung, wenn man bedenkt, dass die Fahne 5 Kilo schwer ist. Da braucht es aber nicht nur viel Kraft und Ausdauer, sondern auch Können. Mein Talent hält sich in Grenzen und darum sehe ich mich zum Pauker Fabio. Was hier getrommelt wird, entscheidet der Pauker selber. Er steht aber immer im Blickkontakt mit dem Capo. Das ist die Person, die unter den Fans steht und Stimmung macht. Heute ist das der Richi aus dem Aargau. Das muss man halt schreien. Ja, das ist schon gut. Also eben, zum Megafon musst du einfach drücken, nahe hinhalten und wirklich schreien, weil sonst pfeift es. Volle Hähne reinschreien? Volle Hähne reinschreien. Okay. Also, das und da drauf drücken? Genau, ja, und nachher hier schreien. Bei den Spielern geht es ein bisschen ruhiger zu und her. Da ist auch höchste Konzentration und Leistung gefragt. Je nach Spielverlauf kriegen die Spieler mal mehr, mal weniger vom Drumherum mit. Ich habe es ist kurz vor Spielschluss und ich mache mich parat für meinen letzten Auftrag beim HCD. Ausgerüstet mit zwei Rucksäcken in den beiden Taschen warte ich auf die Verkündigung vom besten Spieler. Begleitet werde ich von einem Sponsorenvertreter. Sie werden überreichen, natürlich heute Abend, von unserem Gast, der Seraina Benzin, von der Mutter und Moderatorin vom PSO. Herzlich willkommen, noch einmal heute Abend, Seraina Benzin. Sie werden überreichen, das haben wir nicht nur unangenehm, zu da vorne stehen. So, ich gratuliere ganz herzlich. Voilà. Hier auf dem Eis endet meine Woche beim Hockeyclub Davos. Eine intensive Woche, nicht nur aus sportlicher Sicht. Der HCD nämlich bietet mehr als nur Spitzensport. Hier geht es um Menschen, Emotionen, Entertainment. Vor allem aber um eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die nicht nur die Spieler antreibt, sondern eine ganze Masse bewegt.